Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Video aus der World of Warcraft präsentieren. Heute soll es um ein bisschen anderes Thema gehen. Es ist eine bisschen eine nischigere Angelegenheit und zwar geht es um ein wenig Temok. Und was genau? Es geht einmal um Azeroth-Gear, also wir sind im BFA angesiedelt, und Azeroth-Gear, so wurde das zumindest von einigen betitelt aus dem Data for Azeroth Discord. Was sind das für Teile? Es gibt einmal in BFA sowohl die Quests mit Azeroth-Gear, aber man kann das ja mittlerweile auch ohne Hals durchquesten, also diese Hals-Quest-Reihe nicht machen und kriegt dann Azeroth-Gear, also quasi Gear, was kein Azeroth-Gear ist. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn wir da einmal auf Außenbereiche hier im All the Things gehen, vielleicht ziehen wir es ein bisschen größer, dann gehen wir jetzt zum Beispiel auf Zandala. Und gehen jetzt hier mal zum Beispiel in ein Gebiet rein. Ich habe mit der Horde jetzt hier alles durchgequestet und ihr seht, es gibt jetzt hier blaue Items. Und das sind alles Azeroth-Items. Das ist jetzt Kette und Leder noch hier zum Beispiel, Kette und Stoff noch drin. Und ja, ihr seht, ich habe mit diesem Char, das ist ein Twink, den ich mir neu erstellt habe, diese Quest gemacht. Und das ist ein Magier, das Stoffgear habe ich aber nicht. An was liegt das? Ich habe diesen Char quasi durchgequestet, durch komplett Nasmir, durch komplett Zuldazar oder ja, durch komplett Zuldazar, Vol'dun und Nasmir, aber ohne den Hals. Also den habe ich halt auf Stufe 10 erstellt, das ist ein verbündetes Volk, da durchgequestet und mir diese Items geholt. So, wenn du jetzt beides haben wollen würdest, also sowohl quasi das Azeroth-Gear als auch das normale Gear, das Azeroth-Gear, wie sie die das nennen, müsstest du beides durchquesten, also mit jeweils einer Rüstungsklasse, komplett alle Gebiete mit einem Stoffchar mit Hals und mit einem Stoffchar ohne Hals. Und das für die anderen Rüstungsklassen dementsprechend auch. Ich will euch jetzt einen kleinen Trick zeigen, wie ihr das im Endeffekt nicht machen müsst. Wenn ihr euch den neuen Char holt, ohne den Hals, das alles durchquestet und ihr dürft die Halsquest nicht annehmen, jetzt bei der Horde beginnt die vor der Pyramide in Dazar Alor, und dann hergeht, die Herzquest danach holt, könnt ihr auch das Azeroth-Gear zusätzlich bekommen und müsst nur einmal questen. Und das will ich euch einmal zeigen. Ich habe jetzt hier gerade mit diesem Char die Azeroth-Quest bzw. die Herzquest gemacht. Also ihr seht, ich habe es jetzt im Inventar und habe das abgegeben. Und jetzt werden wir einmal reloggen. Wahrscheinlich wird das jetzt ein Ticken dauern, weil ich einige Addons drauf habe mit dem. Oder? Habe ich anscheinend gar nicht. Und jetzt müssten wir ein wenig Temok kriegen. Wenn wir das einmal alles updaten, jetzt hoffe ich mal, dass das soweit klappt. Oder muss ich vielleicht nochmal komplett außen wieder einloggen? Zumindest hat es das letzte Mal so funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Machen wir das All the Things wieder auf. Jetzt müsste ich eigentlich das Zeug alles kriegen. Jetzt gucken wir einmal. Zuldazar, Nasmir. Ne, es ist noch drin. Ich glaube, vielleicht muss ich die Folgequest auch noch machen. Das kann natürlich sein. Aber eigentlich habe ich jetzt den Hals einmal. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder der Vorführeffekt. Das letzte Mal hat es funktioniert beim letzten Char. Okay, vielleicht muss ich einmal komplett aus und wieder einloggen. Vielleicht reicht der Relog an der Stelle nicht. Die Quest haben wir abgegeben. Dann, warte mal, logge ich mal komplett aus und wieder ein. Und derweil will ich euch noch eine andere Geschichte zeigen. Und zwar bin ich mit dem Shami jetzt hier auch nochmal dabei. Und habe dementsprechend selbiges gemacht. Hier können wir die Quest auch abgeben. Und jetzt haben wir einmal eine Folgequest gekriegt. Und zwar brüderliche Hilfe. Und da wollte ich euch auch noch was zeigen. Bei der Quest ist es dann so, dass wir, also mit diesem Char hier, habe ich quasi einmal komplett auch die drei Gebiete gequestet. Und ich habe die drei Außenposten freigespielt. Und dann kriegen wir dementsprechend eine brüderliche Hilfe-Quest. Und an deren Ende kriegen wir eine Special Breadcrumb-Quest. Moment, wo haben wir es? Kann ich euch vielleicht auch kurz zeigen, welche das ist. Sobald wir mit dem einen wieder eingeloggt sind, weil ich habe hier Dings anscheinend nicht angemacht. All the Things. Aber ich kann es euch kurz bei den Quests zeigen, wer hier das ist. Und schon ziehen wir das hier einmal rüber. Ah, hört ihr den Sound? Jetzt hat es auch geklappt. Der Vorführeffekt wurde behoben. Ich muss anscheinend nicht reloggen, sondern muss nur neu einloggen. Also, jetzt müsste es funktioniert haben. Seht ihr hier unten?
habe ich jetzt ewig viel T-Mog gekriegt. Und das müssten die ganzen Azurit-Teile sein. Also, Fehlinformation, es ist kein Relog, sondern es ist quasi ausloggen und wieder einloggen. Dann funktioniert es. Ich dachte mir jetzt schon, beim anderen Charts funktioniert es. Es müssten hier die ganzen Stinger raus sein. Irgendwie sind sie noch nicht raus. Wahrscheinlich müssen wir es einmal updaten. Dass es das checkt. Mal. Ah, seht ihr? Jetzt sind sie alle rausgeflogen. Jetzt sind hier nur noch die Kettenteile drin. Und sobald ich mit dem Shami dann einmal aus- und wieder einlogge, müsste das auch passen. Genau. Was ich euch noch als Zusatzinformation geben wollte, ist eine Special-Geschichte, die ich gestern auch gemacht hatte. Nehmen wir hier mal alle raus. Und dann gehen wir einmal auf, ich glaube, es ist ein Shadowlands drin. Es gibt da nämlich eine Special Quest, die ich ein paar Probleme mit hatte. Genau, hier unten ist sie, to a current matter. Und das kriegen wir nur mit einem Char, der keinen, der noch keinen Hals geholt hat, bevor er sich dementsprechend die Kriegskampagne in Anführungszeichen angetan hat. Und das konnte ich gestern mit dem Hordenchar kriegen, ist eine Breadcrumb Quest. Wenn wir quasi erst die War Campaign spielen, drei Kapitel, also diese drei diese drei Außenposten aufbauen und dann diese Hals-Quest machen, bis zu dem Punkt, wo wir dann nach Uldir gehen müssen. Und am ganzen Ende gibt es dann die Breadcrumb-Quest quasi zum Nathanos zurückzukehren, um die Kriegskampagne einmal weiter zu spielen. So, jetzt bin ich mit dem anderen auch eingeloggt und ihr seht, jetzt fliegen hier gerade die ganzen Azurit-Teile raus. Und damit, habe ich bis auf diese komischen Yani-Quest, die bei mir noch ein bisschen irgendwie am Rumbuggen ist, jetzt Zuldazar komplett fertig. Und das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Solltet ihr die andere Problematik haben und ihr habt schon alles T-Mog freigespielt mit Azurit-Gear und braucht jetzt quasi noch dieses Non-Azurit-Gear, also dieses Azerong-Zeug, dann könnt ihr es eventuell Party-Sync mit einem Char, der quasi den Hals noch nicht hat. Und eventuell findet ihr jemanden, der bis kurz vor diesen Azurit-Quest gespielt hat. Dann macht ihr mit dem Party-Sync und könnt diese Azurit-Quest quasi annehmen, ohne dass ihr da Azurit-Teile kriegt. Und kriegt dann auch dementsprechend das T-Mog. Das bedingt aber halt der Tatsache, dass ihr wen findet, mit dem ihr Party-Syncen könnt, der da gequestet hat und die Quest noch nicht gemacht hat. Ist immer ein bisschen tricky. Wenn ihr jetzt sowohl das Azurit-Gear als auch das Azurong-Gear nicht habt, könnt ihr das mit einem Char machen und euch halt, wie ich es eben gezeigt habe, danach die Hals-Quest holen. Das Ganze geht natürlich auch auf der Allianz-Seite. Da funktioniert das komplett gleich. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr eine Seite gespielt habt, also ich habe jetzt zum Beispiel bei der Horde alles Azurit-Gear und Azurong-Gear, dann kriegt ihr das automatisch auch bei der Allianz-Seite. Bei der Allianz-Seite habe ich nur mit meinem Main durchgequestet und die Azurit-Dinger sind auf Horde- und Allianz-Seite zwar nicht gleich vom Aussehen, aber wenn ihr die Ali-Version habt, kriegt ihr die Horden-Version auch und umgekehrt und das ist eigentlich eine relativ praktische Sache. Seht ihr, jetzt habe ich hier teilweise nur 3-4 Quests in den jeweiligen Gebieten, wo es dann halt wirklich nur Allianz-Sachen gibt und die muss ich dann halt noch holen und das sollte jetzt nicht so lang dauern, wobei teilweise sind die dann halt irgendwie hinter 60 Quests, also ja, dass man dann teilweise das geshared kriegt, bringt dann vielleicht auch nicht ganz so viel, weil man natürlich, wenn man alles fertig haben will, dann doch wieder einiges questen darf. Gut, das ist, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Hier nochmal Shoutout an zwei Personen. Ahu und Waldrin haben mir da ganz gut Tipps gegeben im Discord von dem Data, also im Data for Azeroth Discord. Hat auf jeden Fall weitergeholfen. Und ja, vielleicht hat es jetzt auch dem einen oder anderen geholfen, der am Transmokanten ist. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video wieder. Alchila, bis dahin. Ciao.